Heute geht's um das perfekte Steak. Und ihr könnt euch abrackern ohne Ende. Wenn die Fleischqualität nicht gut ist, ist die Fleischqualität nicht gut und dann bekommt ihr auch kein perfektes Steak. Das ist Schritt 1. Danach müsst ihr das Steak, und ich habe hier ein argentinisches Ribeye Steak aus der argentinischen Pampa, dann müsst ihr das hier erstmal früh genug aus dem Kühlschrank holen, wenn ihr es am Vortag zum Beispiel gekauft habt, und es eine halbe Stunde auf Temperatur kommen lassen, auf Raumtemperatur. Wenn das passiert ist und der Grill schon an ist oder die Bratpfanne vorbereitet, geht es um das Würzen. Es gibt Leute, die sagen, sie würzen hinterher. Ich bin von der Vorher-Würzen-Fraktion, genau wie Gordon Ramsay. Aber ich denke, das wird ihn nicht stören. Er hat mehrere Millionen Aufrufe und Follower. Und ich bin, was das Kochen anbetrifft, noch ganz am Anfang. Zurück zu unserem Steak. Jetzt würzen wir es. Mit Salz. Und ihr könnt das ruhig ein bisschen kräftiger würzen, denn da fällt immer noch ein bisschen was nachher von dem Fleisch. Und da macht ihr nichts falsch. Pfeffer. Und natürlich kann man frischen Pfeffer nehmen. Mit so einer Pfeffermühle sieht viel besser aus als einfach diesen. Ich nehme weißen, etwas milderen Pfeffer. So, wenn wir das jetzt von beiden Seiten gemacht haben, kommt nachher noch die Knoblauchzehe, die wir pressen und das da drauflegen. Und Thymian, Rosmarin und Salbei ein bisschen. Also wir übertreiben es auch gar nicht mit den Würzen. Denn gleich kommt das gute Stück schon auf den Grill und das ist das Entscheidende. Also nochmal die Regeln. Erstmal früh raus aus dem Kühlschrank, eine halbe Stunde auf Raumtemperatur kommen lassen. Dann gut würzen. Und wenn wir dann grillen und wenn wir dann fertig sind und wie wir das machen, das zeige ich gleich am Grill, dann ist es entscheidend, das Fleisch, nachdem es fertig gegrillt ist, rauszuholen und das Fleisch erstmal ruhen zu lassen. Da passiert noch so viel in dem Fleisch, es gart sozusagen noch nach und dann ist es wirklich richtig gut, wenn man ihm nochmal 3 bis 5 Minuten, am besten 5 Minuten Ruhe gegeben hat. Und dann kann man es essen. So, jetzt haben wir hier Salz und Pfeffer auf die eine Seite getan. Hände waschen kurz. Ich habe hier einen Händewaschbehälter. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. So. Pfeffer. So, die Kräuter, da wir das ja nicht marinieren, die Kräuter, die legen wir jetzt erstmal drauf und werden das nachher nochmal wenden. Und jetzt kommt die Knoblauchzehe. Ihr seht, hier ist ein schöner Knoblauchunfall passiert. Das kommt da drauf. Das war eine schöne große Knoblauchzehe. So, und so wie das jetzt hier steht, lasse ich das auch stehen. Das wird nachher nochmal 2-mal gedreht und dann ist es nachher grillbereit, unser Freund. Okay? Wir treffen uns gleich wieder am Grill und dann wird's heiß. Da liegen auch schon Folienkartoffeln um die Kohle herum. Die sind dann nachher auch fertig und dann wird gegessen. Bis gleich.
Wespe? Ja. Ja, wie denn? Hä? Ja, wenn ich keine Ahnung.